Hallo zusammen, hier möchte ich euch mal ein Balkonkraftwerk vorstellen. Würde fast behaupten, das ist meistverkaufteste Anlage zurzeit auf dem Markt. Das sind jetzt zwei Platten von Hecker Solar, 380 Watt mal zwei. Die werden parallel an diesen Wechselrichter angeschlossen. Das ist ein Modulwechselrichter. Sind zwei MBBT-Träger drauf. Dann ein langes 230 Volt Kabel. Die dazugehörigen Befestigungsklemmen. Edelstahl-Schraubenmaterial mit Muttern, wo sie sich richtig gut was einfallen lassen haben, sind Aluwinkel fürs Flachdach. Einmal die kurzen und dann einmal die langen. Schön versteift. Richtig massiv. So sieht das Ganze aus. Das Ganze wurde mir zur Verfügung gestellt von Sonnstrom GmbH. Und hier ist halt alles komplett fix und fertig. Ihr braucht hier nichts weiter zukaufen. Alles, was ihr braucht, ist hier mit dabei. Stecker fertig. Schneller und einfacher Aufbau. So, bauen wir das Ganze mal auf. Das sind wie gesagt die ganzen Aluwinkel. Richtig gut versteift. Guter Aufbau, richtig massiv. Hier unten wird das Ganze mit dem Dach verschraubt. Als erstes nehmt ihr die Endkappen für die Module. Fädelt da schon mal die Mutter an. Schiebt das Ganze hier rein. So kann das schon mal nicht mehr passieren. Und dann nehmt ihr die Platte. Und setzt das einfach hier dran. So sieht das Ganze dann aus. Und dann wird das Ganze erstmal schön vorher fixiert. So einfach geht das. Ist das erste schon mal fertig auf der Seite. Das drüben machen wir natürlich auch auf der anderen Seite genauso. Das Ganze habe ich jetzt hier natürlich auch schon vorbereitet. Platte anheben. Ausrichten die ganze Sache auf dem Winkel her. Wie gesagt, bei mir steht es gerade auf dem Rasen. Ich denke mal, da lässt sich das Video besser machen als auf dem Dach. Ganze ordentlich vermitteln, dass es ordentlich aussieht. Und das Ganze natürlich festschrauben. Habt ihr das wie gesagt auf dem Dach gemacht, könnt ihr hier unten dann schon mal mit dem Dach verschrauben, dass das fest ist. Und der andere Punkt drüben auf der anderen Seite ergibt es natürlich dann automatisch. So, das sind jetzt die Winkel für die kurze Seite, für die Flachdachmontage. Auch anfädeln das Ganze. Hier reinsetzen in die Schiene. Das Ganze ausrichten. Und das Ganze festschrauben. Und das drüben machen wir auf der anderen Seite genauso. Und das natürlich dann hier auf der Seite auch. Müsst natürlich die Füße vorher mit dem Dach verschrauben. Das müsst ihr euch natürlich vorher markieren. Auf dem Rasen macht das jetzt nicht wirklich viel Sinn. Das Ganze hier auch festschrauben. Und da habt ihr schon mal die erste Platte fertig. Die Platte mit den vier Füßen, die dann mit dem Dach verschraubt wird. Oder halt mit der Wand. So, das sind die Moduldaten von Hecker Solar.
380 WP, ist eine Plusserie von 4,99 WP, eine Leerlaufspannung, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, eine Leerlaufspannung von 41,6 und eine Laststrommenge, wenn Strom abgenommen wird, von 35,0 Volt und die kann liefern 11,4 Ampere. Die Kabel, die links und rechts weggehen, sind ordentlich verlegt, ordentlich angeklebt und auch schön lang. Die gehen bis zum Ende des Moduls, sogar noch ein Stückchen drüber hinaus. Ich habe schon Module gehabt, da sind die Kabel so kurz gewesen, da hast du zu tun gehabt, die Platten miteinander zu verbinden. Wir können die Platten jetzt natürlich so aufbauen, wie sie jetzt sind. Habe jetzt, wie gesagt, alles schon dran geschraubt. Die Platten hintereinander und die Aufwinkelung, wie gesagt, hinten, die lang. Die mit dem Dach verschraubt werden. Und dasselbe hier auch. Das wäre jetzt Variante Nummer 1. Die andere Variante wäre jetzt die, quasi in der Mitte gehen sie spitz nach oben. Zwei verschiedene Ausrichtungen, weil, wie gesagt, der Modulwechselrichter 2 MPPT-Leiterregler drin, also 2 MPPTs drin hat. Auch wenn mal eine Platte verschattet wird, erzeugt die andere die volle Leistung weiter. Wird umgesetzt, der Gleichstrom in Wechselstrom wie 230 Volt. Und das wäre jetzt die andere Variante. Zwei Platten nebeneinander. Vorne ganz wenig Abstand, dass das Wasser, wie gesagt, ablaufen kann, nach unten hin. Und hinten die großen Füße, die längeren, um den Winkel einzuhalten. Sehr schöner Aufbau, leichter Aufbau und wie gesagt auch sturmsicher. Also hier kann nichts passieren, ihr braucht keine Angst haben, wenn mal Unwetter sind, dass es euch das Zeug vom Dach runterhaut. So sieht das Ganze jetzt von hinten aus, wenn die Füße festgeschraubt sind. Schöne massive Konstruktion. So, jetzt werden wir das Ganze mal anschließen an den Modulwechselrichter. So, als nächstes wird der Wechselrichter angeschlossen. So sieht das gute Stück aus. Ihr habt da einmal, weil 2 MPPT-Träger drin sind, einmal für die eine Platte, Plus und Minus. Und hier drüben auch einmal Plus und Minus DC-seitig. Ihr habt da euren 230 Volt Anschluss. Das Kabel ist 5 Meter lang. Das schließt ihr jetzt hier an. Das geht, wie gesagt, nur auf einer Position rein. Muss mal gucken, wo die richtige Verrastung ist. Und dann schraubt das Ganze fest. Das ist dann die AC-Seite. Die 230 Volt-Seite. Habt ihr das alles festgeschraubt? Ist, wie gesagt, auch alles wasserdicht. Da haben wir das schon mal. Als nächstes schließen wir jetzt noch die Antenne an. Um die Daten auszulesen, ist das auch fertig. So, und dass ihr erstmal ein paar technische Daten habt, was die Anlage jetzt so produziert, habe ich jetzt erstmal so ein Messgerät dazwischen geklemmt. Als nächstes klemmt ihr die 230 Volt an von dem Modulwechselrichter. So haben wir das auch. Und jetzt schließen wir noch die vier Platten an.
Der Modulwechselrichter hat natürlich dann auch noch Befestigungspunkte, wo ihr das Teil dann hinten an der Platten festschrauben könnt. Ich baue das Ganze jetzt erstmal nur provisorisch auf. Hier schließt ihr einmal die Plus- und einmal die Minusseite an von einem Modul. Ist der eine schon mal angeschlossen, wird drüben auf der anderen Seite das andere Modul angeschlossen. Danach wird das andere Modul angeschlossen. Das Ganze natürlich auch einmal Plus. Und das Ganze natürlich einmal als Minus. So einfach ist das angeschlossen. So, jetzt schauen wir mal, was die zwei Platten bringen. Wir haben es allerdings leicht bewölkt. So, Wechselrichter ist angeschlossen. Die blaue LED-Lampe, die Kontrolllampe, blinkt jetzt ganz schnell, schneller Intervall. Viele hat es in der letzten Zeit auch ein bisschen abgeschreckt wegen dem Relais, was in den Modulwechselrichter nicht verbaut ist. Bei dem Gerät braucht ihr, wie gesagt, keine Angst haben. Hier ist ein Relais drin, was auch die ganzen Normen erfüllen tut. Die 4105, was jetzt in Deutschland verlangt wird. Viele haben, wie gesagt, die Norm auf dem Zettel stehen gehabt, aber innen drin hat sich dann herausgestellt, dass das nicht der Fall ist. So, alles angeschlossen. Wir sind jetzt noch bei 0,8. Jetzt seht ihr, Gerät schaltet frei. Und jetzt seht ihr, wie die Leistung hochgeht. 82 Watt, 170, 218, 220, 223. Das sind jetzt, wie gesagt, die zwei Platten angeschlossen. Hier ist es, wie gesagt, relativ stark bewölkt. Deswegen kommt jetzt hier auch nicht die volle Leistung runter. Aber wie gesagt, für die Verhältnisse jetzt gerade hier 240, 250 sehen die Werte ganz gut aus. Und alles, was was das Balkonkraftwerk jetzt produziert, spart ihr an Strom ein. Ihr verbraucht das mit dem Strom selber, den ihr selber erzeugt, und der Rest, der fehlt im Haushalt, wird dann von draußen zugekauft. Jetzt werden wir, wie gesagt, die App. Im nächsten Video werde ich die App mit runterladen aufs Telefon von dem Gerät. Und da könnt ihr mal die Diagramme sehen, wie viel das Balkonkraftwerk so am Tag circa produziert. Ihr seht, wie gesagt, die Leistung, die schwankt ein bisschen hin und her durch die Wolken. Das Ganze gibt es, wie gesagt, zu kaufen bei Sonnenstrom. Das Ganze wird unten im Video mit verlinkt. Ich danke euch fürs Anschauen. Bis zum nächsten Video.